wir könnten da jetzt auch Schutz noch bekommen oder nur Federfall. Das ist natürlich jetzt Sache des Enchantment Tables. So, zack. Okay, jetzt sollte, jetzt gucken wir. Banger. I gotta call my friend. Wait a minute. What I say I gotta do again? Minute to minute. I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das hier ist jetzt schon die 5. Folge und mir ist wieder etwas sehr, sehr Tragisches passiert. Okay, kannst du mal bitte essen? Danke. Ich bin gestern leider Gottes mal ganz kurz AFK gewesen und bin wohl nicht im Haus. Und dann ist das Schrecklichste aller schrecklichsten Dinge passiert, die man sich dann vorstellen kann. Ich wurde in der Zeit getötet und meine Sachen sind despawned. Das heißt, mein Diabolus-Panzer war weg, alles war weg. Die ganzen Sachen, die ich hier habe, habe ich mir neu erfarmt. Zum Beispiel das Diamantschwert mit Schärfe 3, eine Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit. Ich habe zwar hier eine Eisenspitzhacke mit Behutsamkeit, aber noch keine mit Glück. Deswegen habe ich hier noch eine unverzauberte Diamantspitzhacke. Da hoffe ich natürlich, dass ich da irgendwie, eben eine mit Glück rausbekomme, damit ich hier die Diamanten abbauen kann. Ich habe übrigens einige Diamanten gefunden. Das blende ich euch hier ein und dann blende ich euch noch zusätzlich ein, wie ich sie danach noch abgebaut habe. So, ihr müsstet jetzt gesehen haben, wie viel Diamanten ich überhaupt abgebaut habe. Also, wir haben echt viel rausbekommen. Das waren insgesamt dann 33 Stück, die wir hatten. Und das ist dann schon ziemlich nice. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier haben wir unser Haus. Das hat sich soweit es geht hier nicht verändert. Und auch innen drin sieht es einfach nur noch schlimmer aus. Also, ich muss schauen, wie ich das mit den Kisten so ordne und so weiter. Und hier zum Beispiel habe ich meinen Braustand, da habe ich mir ein paar Tränke gemacht, zum Beispiel Trank der Schnelligkeit oder Trank der Regeneration und so weiter. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber da wir in der Folge jetzt nicht unbedingt das allergrößte Ziel der Ziele haben, dachte ich mir so, gehen wir einfach mal in den Nether und farmen Level. Wow, das ist das Spannendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, ich möchte auf jeden Fall mal in den Nether gehen, um einfach mal so ein paar Fragen zu beantworten, die ganz oft gestellt werden. Und dafür, denke ich, eignet sich das ganz gut. Und dann gehen wir einfach da mal rein. So, jetzt sind wir hier bei unserer schönen Brücke, bei der schönen Kanalisation. Kevs schöner Leuchtturm. Und dann deaktiviere ich jetzt gleich den Shader. So, zack. Und hier haben wir wieder... Oh, in der Bootskiste ist nichts mehr drin. Ups. Na gut. Mach ich da jetzt noch schnell ein Boot rein. Hallo. Ich habe hier... Ich hatte heute alles aufgefüllt. Zack. Alles hatte ich aufgefüllt, aber alle müssen immer mit dem Boot fahren. So. Wir gehen jetzt mal schön in den Nether. Und dann gucken wir gleich mal. Jetzt sind wir hier.
Oh, hier soll ich irgendwo in der Nähe ein Gas, zumindest hört sich das so an. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich möchte ja nicht sterben. Mir ist es zum Beispiel gestern oder so passiert. Ich glaube, gestern ist das passiert. Da bin ich in die Lava hier gefallen und dann habe ich mich einfach ganz schnell ausgelockt. Dann wird man nämlich wieder zum Spawn teleportiert, bin dann schnell ins Wasser gesprungen. Nur deshalb habe ich überlebt, weil wenn ich da irgendwie in der Lava sterbe, habe ich ehrlich gesagt dann... Ey, dann sind meine ganzen guten Sachen weg, das macht dann natürlich keinen Spaß. Und ich möchte heute einfach mal so ein paar Sachen bereden, die mir in letzter Zeit am allerhäufigsten gestellt wurden. Natürlich, weil jetzt auch wieder ganz, ganz viele Leute da sind. Und übrigens danke, vielen, vielen Dank an 2000 Abonnenten. Freut mich wirklich unglaublich. Ich muss schauen, vielleicht mache ich ein cooles Special. Ich bin aber, was das betrifft, immer sehr unkreativ. Deswegen, ihr könnt mir mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich da so machen könnte. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Also, die erste Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wurde, ist, wie alt bist du? Ich bin 16, auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich bin schon 16. Und ja, für die Leute, die jetzt wissen wollen, wie alt ich bin, jetzt wissen die es, ne? Ich bin schon ein alter Knacker, aber ich sehe nicht so aus. Vielleicht ein Vorteil irgendwann in 30 Jahren, sehe ich nicht so aus wie 40, sondern wie 30, wäre vielleicht auch gut. So, zack. Perfekt. Genau, dann kann ich für Debiton nebenbei noch diesen Quarz mitnehmen, weil den braucht er. Ich bin jetzt ein Angestellter. Unfreiwillig. Er schlägt mich immer. Und, ja. Gut, dann die nächste Frage, die ganz, ganz oft gefragt wird, ist: Boomstoggy, wie bist du in Leben gekommen und wie hast du Simon kennengelernt? Also erstmal erzähle ich euch, wie ich und Simon uns kennengelernt haben. Also es ist so, ich kenne ihn ja schon ewig von YouTube her und dann habe ich einfach früher für ihn mal ein paar Best-ofs gemacht, die er dann auch gesehen hat und da hat er mich dann auch schon mal, glaube ich, verlinkt gehabt in einem Video oder so. Und ich habe ja davor schon WoW gespielt, aber wusste nicht, dass er auch WoW spielt. Dann bin ich auf seinen Server gegangen und hab da einfach mal gesagt so, yo, hey, ich bin der, der damals dein Best-of gemacht hat und so weiter. Und dann sind wir so ins Quatschen gekommen. Und dann ist irgendwie das sogar, ist das entstanden. Also ich habe dann damals für die Gilde unterschrieben, dass die Gilde gegründet werden kann. Und so ist das Ganze eigentlich auch erst entstanden. Dann sind wir immer mehr ins Labern gekommen, haben uns irgendwann mal geaddet und so weiter. Ich habe ihm dann sein 400.000er Special gemacht. Und ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden, eigentlich recht unspektakulär, weil wir uns nicht so auf der YouTube-Ebene kennengelernt haben, sondern eher so in dieser WoW-Welt, könnte man quasi sagen. Und das finde ich gut, weil so lernt man sich anders kennen, als wenn man sich nur über Videos kennenlernt. Und so hatte man eben dann auch eine bisschen andere Beziehung, würde ich mal sagen. So. Gut. Ich klatsche jetzt hier ganz kurz einmal, weil ich glaube, ich habe das Ganze am Anfang vergessen für die Synchronisation. So, ich hoffe, das passt jetzt, weil sonst ist alles asynchron und das ist nicht gut. Gut, so. Dann, wie gesagt, so haben Simon und ich uns kennengelernt. Und dann, ja, und dann die nächste Frage, wie bin ich eigentlich in das Leben gekommen? Wie habe ich es geschafft, ein Leben zu haben? Ganz einfach, Simon hat mich eingeladen. Er hat mich eingeladen, weil ich so schöne Arschbilder mache. Ich glaube, da muss ich nicht sehr viel dazu sagen. Ich habe gefragt, wieso lädst du mich denn ein? Hat er gesagt, ja, weil ich so schöne Arschbilder mache. Und dann hat er mich eingeladen. Seht ihr, Leute? Einfach nur wegen meinen Arschbildern. Also, die Moral von der Geschichte, sendet Simon Arschbilder, das gefällt ihm ganz, ganz gut. Und da geilt es sich immer drauf auf und deswegen Arschbilder senden, das ist das, was Simon möchte. Gut, dann wurden mir noch einige Vorschläge geschrieben, die ich so machen könnte für die Bäckerei. Dann hat mir jemand geschrieben, ich soll ein Rathaus bauen, obwohl ich finde, dass ein Rathaus schon eine Hausnummer ist. Also ein Rathaus, so ein richtig fettes, denke ich, werde ich mir jemanden dazu holen, der es vielleicht mit mir baut, vielleicht Minus Dude, der kann ja auch gut bauen.
Ja, ich wollte eigentlich auch die Folge mit ihm aufnehmen, aber der ist gerade beschäftigt und deswegen möchte ich ihn jetzt nicht stören, ja? Weil ich bin nett und störe nicht, so wie er mich immer. Nein, Spaß. Alle Leute hier auf dem Server sind mega korrekt und so weiter. Und jo. Dann werde ich auch noch ganz, ganz oft gefragt, so, Pommes Doggy, kannst du vielleicht bitte mal ein gutes Wort für mich einlegen? Und, upsale, so, ich muss mein Handy deaktivieren, so. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kenne dich zwar nicht, aber okay, dann lege ich doch mal ein gutes Wort für dich ein. Nein, natürlich nicht, Leute. Ich sag mal so. Denn auf den Server kommen eben nur die Leute, die Simon kennt, die Zombie kennt, die Osaf kennt und so weiter. Wartet einfach, wenn ihr aktiv seid. Die Leute sehen das, ja. Die Leute sehen das, wenn ihr aktiv seid. Und am besten, ihr seid dann da einfach so ein bisschen. Ihr seid dann da einfach so ein bisschen aktiv. Und dann könnt ihr nur auf eine Einladung hoffen. Aber dann Leute, die im Projekt sind, zu fragen, ob man da irgendwie ein gutes Wort einlegen kann oder ob man die Leute auf den Server holen kann, ist echt nicht gut. Und das verringert eher eure Chancen. Weil das sieht man ja auch. Und das ist einfach nicht gut, Leute. Das ist einfach nicht gut. Ich habe es in der ersten Folge auch schon angesprochen. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil ich auch ganz, ganz viele private Nachrichten bekommen habe. Und das finde ich halt dann nicht so geil, ne? So, gut. Wir haben fast 30 Level. Und wisst ihr was, Leute? Wenn wir 30 Level haben, dann werden wir auch noch schnell was verzaubern. Dann haben wir wenigstens in der Folge irgendwas geschafft. Tut mir leid, aber das Internet war heute den ganzen Tag weg. Und da konnte ich einfach keine Folge aufnehmen. Morgens war es noch da und dann plötzlich so kurz vor mittags, bam, Internet weg. Super geil. Ich wollte doch heute eigentlich pünktlich eine Folge aufnehmen, aber leider geht das nicht, weil das Internet ausgefallen ist. Super. Nein, ich bin nicht bei der Telekom. Ich bin bei den Anbieter 3. Den gibt es nämlich nur in Österreich. Und ja, so. Wisst ihr was, 31 Level können wir jetzt ja noch vollfüllen, wenn wir schon so nah da sind. Dann haben wir nämlich gleich 31 Level. Muss ich nachher nicht mehr so viel farmen, wenn ich 30 Level haben will. So gut. Und da ich den Ausgang nicht finde, disconnecte ich jetzt einmal und join sofort wieder auf den Lebensserver drauf. Ja, Leute. So, und schon sind wir hier und packen wieder den schönen Shaders-Mod rein. Ich kann den hier mal reinpacken. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr den hier so findet, den CUDA-Shader. Den habe ich von Nilo. Den finde ich eigentlich auch echt schön, so mit der Sonne und so. Ich lasse ihn einfach da mal drin. Der ist so ein bisschen. Seht ihr das? So ein bisschen Motion Blur. Am Schwert kann man es gut sehen. Finde ich nicht schlecht. Aber ja. Also, ich mag auch den Zeus-Shader gern. Das Wasser hier finde ich besonders cool. Weil das ist irgendwie so. Ach, so richtig geil. Möchte man einfach gern drin schwimmen. So, gut, 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 Leute. Lapislazuli haben wir dabei. Unsere Diamantstiefel werden wir jetzt verzaubern auf Level 30. Wir könnten da jetzt auch Schutz noch bekommen oder nur Federfall. Das ist natürlich jetzt Sache des Enchantment Tables. So, zack. Okay, jetzt Leute, jetzt gucken wir, jetzt gucken wir, jetzt gucken wir. Wow! Haltbarkeit 3, Federfall 4 und Feuerschutz. Leider kein, normaler Schutz, aber das ist ja nicht so schlimm. Und jetzt gucken wir gleich mal, was die jetzt für eine Verzauberung hätte. Effizienz 4. Die haben nämlich immer Effizienz 4, aber das möchte ich nicht. Hier. Schusssicher. Leute, ich brauche doch einfach nur. Ich brauche doch einfach nur eine Glück 3 Spitzhacke. Das würde mich so freuen. Ich habe nämlich schon eine eiserne Behutsamkeitshacke. Ich brauche nur noch eine Glücksspitzhacke. Aber das ist einfach so schwer zu bekommen. Genau. Apropos Banner. Das ist das offizielle Mongo-Banner. Und ich werde mir auch auf jeden Fall für meine Bäckerei und für mein Haus ein Banner basteln. Und zwar einfach dieses Cape hier. Das ist übrigens kein Fell, so wie Simon das betitelt hat. Das ist ein Hund. Ja? Das ist einfach ein Hund, Leute. Und ja. Und ich würde auch schon fast sagen, wir setzen uns jetzt hier wieder gechillt auf unsere Bank und gucken einfach wieder in unser schönes, schönes Reich. Denn Leute. Ich mache die Folge heute nicht so lange. Ich möchte die, wenn möglich, noch vor 22 Uhr hochladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich ultramäßig überhaupt mega, mega, mega über einen Daumen nach oben freuen und über ein schönes Kommentar, wenn ihr mir eins schreiben möchtet. Und gut, dann würde ich sagen, das war's, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.